Herzlich willkommen zurück zu Thinking with Time Machine, eine Portal 2 Mod. Wir sind das letzte Mal hier stehen geblieben, als wir beauftragt wurden, die Zeitmaschine zu finden. Und genau das werden wir jetzt tun. Die Zeitmaschine haben wir nämlich noch immer nicht und das möchten wir jetzt ändern. Hä? Jetzt habe ich ja die Zeitmaschine wieder. Okay. Ja, dann wollen wir mal. Wir sind jetzt hier in einem neuen Raum und da drüben gibt es Würfel, so wie es scheint. Dann würde ich sagen, gehen wir mal darüber. Okay, das heißt, das geht so nicht einfach. Gut, das heißt, wir müssen hier wieder unser altes Ich aufnehmen. So. Spiel das Ding ab. Und jetzt springen wir hier rüber. What? Nee, so. Und stopp. Ja, ich bin mal gespannt, was uns hier noch alles erwarten wird, denn bisher war es ja schon ziemlich interessant. Ich meine, wir haben GLaDOS wieder gesehen, wir haben Peabody und Atlas gesehen. Und ja, ich bin mal gespannt. So, jetzt muss ich das vermutlich darüber tun. Ja. Das wäre wirklich auf. Genau. Und jetzt muss ich Laserstrahl hier nach hinten leiten, aber von wo kommt dieser Laserstrahl überhaupt? Ich glaube, ich muss da eh mal rüber, weil ich muss da ja das Zeug holen. So. Danke. So. Ah, von da kommt der Laser. Und der kommt nur, wenn ich hier das einschalte. Kann das sein? Ah, Tatsache. Okay. Und da muss ich mit diesem den Strahl noch irgendwie so umlenken, dass der danach... Ach so, ja. Dass der da nach hinten geht. Okay. Das heißt, ich muss hier mal wieder mich benutzen, um draufzusteigen. Das klingt auch so falsch. Komm hier in die Knie. So. Geh in die Knie. Los. So. Und jetzt. Okay, ich muss also bereits stehen, wenn ich die Aufnahme starte. Interessant. So. Und gelöst. Wunderbar. Auf zum nächsten Level. Testkammer 3. Das sieht interessant aus. Okay, wir haben hier drei Würfel. Was haben wir hier? Einen Lift. Wo geht der hin? Achso, der geht hier nach unten. Okay, hier müssen die Würfel anscheinend hin. Ah, und hier kann ich wohl nicht durch, da würde ich sterben. Da muss ich die Würfel doch einfach auf den Lift stellen. Ah, nee, das geht nicht. Okay, ich glaube, ich kann die Würfel hier runterwerfen. Ja, versuchen wir das einfach. Dann nehmen wir das mal auf und lassen die Würfel einfach mal runterfallen. Dann nehmen wir den. Lassen wir den auf, runterfallen und holen den letzten. Dann müssen wir gleich unten stehen und die aufnehmen. Das wird interessant, ob wir das schaffen. So, das war's dann eigentlich. Dann kann ich ja jetzt wieder nach unten gehen und dann quasi mein altes Ich hier oben arbeiten lassen. Jetzt bin ich gespannt. Jawohl, einer. Zwei. Das macht Spaß. Koop für Singleplayer. Mhm. Für die Leute, die keine Freunde haben, die mit ihnen spielen wollen. Wunderbar, wir haben alle Würfel. So, den hier hin. Dich dahin. Und du hier. So. So, auf zur nächsten Testkammer. Mal sehen, was uns da erwartet. Hui. Und wieder geht's nach unten. Testkammer 4. Mal sehen, was es hier gibt. Okay, mal sehen. Oh, das sieht schon mal tödlich aus. Okay, hier kann ich schon mal nichts... Wow, wow. Es backt. Okay. Hier kann ich schon mal nichts abstellen. Mal sehen, was gibt es denn hier drüben? Hier gibt es... Okay, hier muss irgendwann ein Laser hin. Und hier muss ein Würfel hin. Und dieser Würfel macht hier irgendwas. Okay, da kann ich nicht lang. Mal sehen, was es hier drüben gibt.
Hier gibt es einen Würfel und der wird aktiviert von wo? Oh, da, okay. Da muss ich vermutlich auf mich drauf springen und dann da irgendwie nach oben springen. Okay, das wird interessant. Mhm. Dann machen wir das doch einfach. Gehen wir da runter. So, okay. Bis ich aufstehe, dann muss ich da hochspringen und hoffe, dass ich das erreiche. So, testen wir das doch einfach mal. Jawoll, wunderbar. Und was passiert jetzt? Gibt es da drüben einen Würfel oder was? Ja, gibt da drüben einen Würfel. Und wie bringen wir jetzt diesen Würfel? Oh nee. Okay, ich sehe schon. Wir müssen jetzt das hier durchbringen. Irgendwie. Okay. Dann machen wir das so. Nehmen wir das. Geben den hier drin. Nein! Okay, dann machen wir das doch einfach mal. Komm. Hey! So. Und jetzt darüber. Ohne zu sterben. So, dann machen wir hier mal die Aufnahme. Nehmen dieses Teil. Gehen darüber. Und lassen es fallen. Kann ich das hoffentlich auch gleich da drüben wieder machen? So, komm. Wunderbar, funktioniert. Stellen wir das hier ab und jetzt muss das ja darüber. Also, gleich nochmal dasselbe. Abnehmen lassen. Und dann wieder hier herstellen. So, okay. Und die Q-Taste, genau. So, mal sehen, ob wir das jetzt auch mal hinkriegen, dass wir den Würfel hier rüber kriegen. Ohne zu sterben dabei. Danke. Wunderbar. Der Würfel ist hier drüben. Und jetzt? Oh nee, wieder ein Würfel. Jetzt sag aber nicht, dass der rüber muss. Warte mal kurz. Oh nee, der muss da nach hinten. Okay. Machen wir das. Lassen wir den mal fallen und hoffen, dass wir das Teil jetzt bekommen. Danke. Hier wieder abstellen. So. Aufnehmen. Rüber. Nicht sterben. Abnehmen lassen und wieder zurück. Also dieses Spiel, das braucht Zeit. So, jetzt müsste es eigentlich, genau, ah, ich bin zu spät. Nee, hat geklappt, yay! So, und jetzt können wir das Ding hier rüber lenken. Und was passiert jetzt? Ah, wunderbar, kann ich jetzt hier, jawoll, Testkammer geschafft, wunderbar. Ich bin mal gespannt, wenn wir mehr von der Story sehen, denn, es hieß ja, dass die beiden Roboter mich erstmal ein wenig testen lassen wollen und dann werden wir sehen, was uns dann erwartet. So, was gibt es hier? Testkammer 5. Oh. Du. Ah, das sieht jetzt interessant aus. Wie kann ich dieses Rätsel lösen? Wenn ich hier draufstehe, passiert was. Da wird was aktiviert. Ah, einer von diesen dreien. Okay, wie kann ich die alle drei aktivieren? Ich brauche eine Kugel. Okay, mal sehen. Da oben ist ein Button. Mal sehen, was passiert, wenn ich den drücke. Ah! Ah, wunderbar. Eine Kugel und ein Würfel. Die Kugel kann ich doch jetzt hier hin stellen, oder? Komm. Oh, nee. Muss ich jetzt ernsthaft hier wieder? So, komm.
Hier nach oben! Was war das? Okay, nochmal. Jawohl, gut. Jetzt ist hier drüben das Tor offen, aber wie kriege ich jetzt diese Kugel da drüben aktiviert? Ah. Das dürfte schwer werden. Ah, okay, okay. Das muss ich anders machen, hier brauche ich mich selber. Draufstehen, warten, warten, warten. Sehr schön. Jetzt kann ich hier drüben dieses komische Vieh holen, das Weakley zusammengebastelt hat. Nee, kann ich nicht. Hä? Wie soll ich denn daran jetzt irgendwie da nach oben kommen? Weil ich muss die ja beide aktivieren. What the fuck? Kann ich hier irgendwie ein Portal schießen, dass ich das hier oben durchsetzen kann? Nee. Portalfläche. Ah, I see. Wunderbar. Oh. Wart kurz. Hä? Bin ich jetzt irgendwo durchgekommen? Danke. Bin ich hier irgendwo durch so ein Gitter gelaufen? Das ist mir jetzt dieses... Hä? Ich hab hier ein Portal gesetzt. Ich hab jetzt vorhin ein Portal gesetzt. Wenn ich jetzt hier rüber gehe... So ist es dann wieder weg. Ach, weil mein altes Ich... Okay, I see. Ah. Ja, toll. Das ist schwierig. Also jetzt hier nach drüben, da am Portal setzen, mich selber aktivieren. Oh, das war knapp. Nein, das war zu knapp. Mist. Ah. So, hier hinstellen, warten, warten, warten. So. Hier ein Portal setzen. Ist denn, sobald ich mein altes Ich hol... Ah, nee. Das heißt, muss ich hier in der Ewigkeit stehen. Na, toll. Also. Dann warten wir hier. Und warten. Und warten. Und warten. Und warten. Und warten noch länger. Noch länger. Und noch länger. Und noch länger. Damit ich genügend Zeit habe, da durchzulaufen. So. Vermutlich ging es auch viel einfacher, aber... So. Jetzt zurück. Zurück. Ja, wir haben es geschafft. Woo! Teilerfolg. So, und jetzt kann ich den Würfel hier nehmen. Dann nach oben. Yes! Gut, und jetzt brauche ich da noch diese Kugel. Wunderbar. Oh. Komm schon. Jawoll. Jetzt muss ich da noch irgendwie... Oh. Ah. Jetzt muss ich da noch irgendwie... Wo war das? Hier draufstehen. Dann kann ich... Ah, dann fliege ich da um. Okay. Altes Ich, würdest du bitte hier einmal hinkommen? Danke. Danke. So, und jetzt mal sehen, ob das funktioniert. Yay. Hui. Jawohl. Oh. Nee, doch nicht. Mist! Ah, wobei, komme ich da hin? Nee, komme ich nicht. Also, ah nee, das könnte ich auch mit dem machen. Danke. So, also, Portal ist so gerade nochmal wirklich ein Level schwerer geworden. Das ist krass. Hui, wir haben es geschafft. So, auf zur nächsten Testkammer, aber ich glaube, zuvor machen wir hier wieder mal eine Pause und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, in der Folge Nummer 3. Bis dahin, tschüss, euer Greenie, ciao.